Hallo AFOPS, willkommen im Lobbystand-Studio. Ich bin der Micha und mitgebracht habe ich die... Josie, hallo. Josie. Der Klaus und der Marco sind hier durchs Haus gerannt und haben gedacht, wer hat denn noch Bock auf Bauen? Und irgendwie kamen sie auf dich. Warum kamen die auf dich? Und was machst du hier überhaupt bei uns? Erzähl doch mal. Ja. Also erstmal, was ich hier mache, ich arbeite hier in der Auftragsbearbeitung. Also die Aufträge kommen bei uns im System rein, die werden von mir und den Kolleginnen bearbeitet. Teilweise werden von uns auch Gutschriften erstellt, wenn jetzt mal nichts mehr auf Lager ist, leider. Dann kriegt ihr von mir dann die Gutschrift gemacht und dann auch das Geld zurückbezahlt. Also du machst die wichtigen Aufgaben, ne? Gucken, dass bei uns Geld ins Haus kommt. Ja, genau. Und dass die Kunden auch ihr Geld wieder zurückkriegen. So, und warum hast du jetzt was gebaut? Weil ich mich anscheinend bei der Weihnachtsfeier beim Bauwettbewerb ganz gut angestellt habe. Ja, ich war nur Durchschnitt. Es war echt, also haarscharf. Eine Minute schneller und dann hätte ich die Packode gewonnen, ehrlich. Prima. Und du hast uns was mitgebracht. Ja. Was war das eigentlich? Singbau, gell? Richtig. Hast du den Karton? Habe ich den Karton? Den hast du. Den habe ich. Cool. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich. So. Ups. Ein Singbau-Modell. Ein Technikmodell mit 364 Teile. Es sieht so ein bisschen aus, als ob du das Kleinste aus der Serie ausgesucht hast. Kann das sein? Naja, aber schon tricky. Also. Also 360 Teile. Technik mit so ein paar Funktionen. Hier. Bisschen Stoßdämpfe, bisschen Lenkung, bisschen Differentialgeschichte steht da drauf. Ich konnte mich damit verbinden. Ich nenne das gerne Quad. Das ist wohl wahr. Ja. Beach Motorcycle, aber es sieht aus wie ein Quad. Genau. Und deshalb habe ich das gebaut. Gewählt. Ja, richtig. Das sieht doch cool aus. Finde ich auch. Das sieht doch cool aus. Also es kann lenken. Was kann es noch? Kann das Stoßdämpfen? Tatsächlich. Es hat eine sehr gute Federung, wie man sieht. Man kann es gut runterdrücken und es bleibt alles zusammen. Ist echt drück toll. Drück nicht so oft, wirklich? Ja. Okay. Und hier an der Seite haben wir auch eine sehr schöne Kette. Die. Du hättest es auch umheben können, aber es sieht gut aus, wenn du fährst. Finde ich auch. Soll ja auf dem Boden bleiben. Die Kette waren Einzelteile. Kleine ja. Einzelteile. Genau, 27 in der Bauanleitung beschrieben, bräuchte man. Hm. Wenn man 27 verbaut, dann hängt die Kette etwas durch. Ich habe dann zwei davon entfernt. Alter. Und dann hat die Kette gepasst. Der Klaus hat einen Profi eingestellt. Krass. Dank meiner Kinder. Also die Länge funktioniert, die Stoßdämpfe sind toll, die Kette funktioniert. Genau. Und es sieht gut aus. Das hier, sind das Aufkleber? Nein, das sind Prints. Gar keine Aufkleber dabei? Keine Aufkleber dabei. Cool. Also Leute, das finde ich schon mal, oder? Ich meine, das Set kostet, glaube ich, 14,95. Richtig. Und da haben die Prints mit dazu gemacht. Das ist doch... Ist da wollen wir doch mal nicht meckern. Auf keinen Fall. Und du hast es gebaut, deine Kinder haben es gebaut. Also du hast zwei Kinder, Mensch, darf ich sagen? Hast du zwei Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, genau. Wie alt? 4 und 6. Na, die haben das nicht gebaut. Nein, der 4-Jährige, der Kleine, der hat mir die Teile gegeben. Und der Große hat dann die erste Stunde mit mir zusammengebaut. Okay, weil das ist ja schon Technik. Und da hat ja sogar der alte Micha so seine Probleme. Also ja, vielleicht haben die Kinder weniger Probleme, das mag vielleicht sein, aber... Es war etwas schwerfällig, deswegen hat er auch immer wieder meine Hilfe gebraucht. Also ich denke, ganz alleine Ich denke, Technik, da steht zwar drauf, ab 6 Jahre bei, ja. bei den Dingen. Ich glaube, das hast du mir vorher schon gesagt, diese Technik-Pins in die Technik-Liftarme und genau. So Dinge reinzusetzen, das ist dann schon ein bisschen schwerer manchmal. Ja. Also da 2, wie ist das, 4 und 6? 4 und 6, richtig. Ja, das ist dann noch zu früh. Aber geholfen haben sie. Haben sie. Und was haben sie ihnen gesagt, wie es fertig war? Mama, das ist sehr gut, hat der Finn gesagt. Ja, Mama hat es sehr gut gebaut oder Mama, das Modell ist sehr gut? Nein, das Modell finden sie super. Also die sind ja gerade auch mit Fahrzeugen und ganz wild ist ja ganz normal. Genau, und auch noch Jungs, ist klar. Und dementsprechend fanden sie es super. Außerdem haben die Onkels ja auch echte Quads. Oh, und da, ja, das passt ja dann auch genau, mehr. Genau, das war dann naheliegend. Haben die sonst schon irgendwie sowas gebaut? Sind deine Jungs aus der Noppenstein-Branche? Ja, tatsächlich, aber ursprünglich von dem anderen Hersteller, von dem dänischen Hersteller. Und mit unseren Sets haben meine Kinder dann aber auch echt Feinmotorik mehr gelernt. Denn am Anfang, wenn sie versucht haben, irgendwas zusammenzustecken, was ein bisschen schwerer war, dann ist es auseinandergebrochen. Und da kam dann auch mal Frust auf. Und so konnte ich denen aber beibringen, hier hört mal zu, wenn ihr das ein bisschen feiner anfasst und nicht alles so zusammendrückt, dann hält das auch.
Und das haben sie gelernt. Das muss ich mir mal merken. Weil ich drücke immer zusammen und boah, ja, alles wieder auseinander. Und tatsächlich halt auch vom Preis. Ja. Also es ist auch toll, dass ich für das, was ich bei anderen bezahle, bei uns locker 3 oder 4 Sets bekomme. Was haben denn die Jungs gebaut bis jetzt? Also die haben nur Lego? Ja. Sonst noch nichts? Tatsächlich, nichts anderes. Okay. Und Technik? Das ist noch gar nicht so probiert, Technik oder? Technik noch nicht, nein. Ja, ist auch für, also 6 Jahre und 4 Jahre ist auch wirklich sehr, sehr früh. Ja, da waren so ein paar Star Wars Teile, Züge dabei und sowas, ja, die sie mal gebaut haben. Ja, aber so Sachen überhaupt nicht. Aber die fahren drauf ab. Das ist cool. Das ist cool. Das heißt also, haben die bestimmt gesagt, Mama, mach mehr? Ja, haben sie. Und die wollen auch mehr haben. Finde ich auch gut. Haben die auch schon gehört, dass die Mama hier auf einmal hier im Internet zu sehen ist, oder was? Ja, das haben sie gehört. Ja, die sitzen jetzt live vorm Fernsehen. Nee, Quatsch. Nee, ich denke nicht. Hallo Jungs. Hi. Erzähl mal, wie fandst du die Bauanleitung? Super. Also auch für die Kinder perfekt. Die Teile sind super beschrieben, sind leicht zu finden. Ganz also da klasse hast du gar keine Probleme mit gehabt. Ich meine, das sind Bauanleitungen, vielleicht kannst du nur mal kurz in die Kamera halten. Das sind ja auch wirklich, wirklich gut. Also da gab es nie irgendwie, auch für mich nie Probleme. Selbst bei Technik, wo ich sowieso nicht so viel am Hut habe, ich meine, lerne ja auch dazu, konnten wir mit den Bauanleitungen, weil das immer kleine Bauabschnitte sind, sehr gut zurecht. War das ein bisschen in Tüten? Das sind ja nur 360 Teile. War das in Tüten aufgeteilt? Also in die Tüten nummeriert? Ja, nochmal? In 1 und 2. Genau. Mhm. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist die 1:1 Darstellung. Das finde ich auch gut. Das haben andere Hersteller haben das auch. Also bei Kader ist es so, die haben ja viele Teile, die praktisch wie so ein Maß einfach nur andenken musst. Du musst es vergleichen, du legst dran, passt. Richtig. Cool. Das war echt toll. Also das ist sehr detailliert auch, also gerade dann auch für Kinder echt gut. Ja, Leute. Kannst du nicht viel falsch machen. 57 Seiten für 360 Teile, also ist schon klein gehalten, die Bauabschnitte. Genau, sehr detailliert, deshalb super. Schön. Irgendwelche Probleme gehabt? Außer, dass du die Kette kürzer gelassen hast? Hier vorne mit der Lenkung. Als ich die Lenkung versucht habe, die Lenkung anzubringen, ist mir ständig der Tank abgeflogen. Okay. Und ich denke, wenn man den Tank ein bisschen später in die Anleitung genommen hätte, in die Bauanleitung, dann hätte ich das Problem nicht gehabt, dass es mir ständig wieder auseinandergefallen wäre. Also der Tank kam relativ früh in der Bauanleitung und der war dann drauf und dann musstest du andere Teile dran bauen und dadurch hast du den Tank wieder abgedrückt. Richtig, der Tank ist auch nur an so 2 kleinen Steinchen befestigt. Hier, wo sieht man das? Aber nur mal zwischendurch. Die Prints sind doch cool, oder? Ich finde es gut. Ja, er ist auf jeden Fall der Tank ist hier vorne an einem kleinen Stein befestigt, der nur einen Noppen hat. Und dementsprechend ist da die Klemmkraft dann nicht so groß. Und wenn man dann das Lenkrad hier vorne dann versucht dran zu machen, dann fällt der Tank halt immer wieder ab. Okay, also du denkst, das könnte man auch ein bisschen später dran machen? Ja, ist doch cool, dann machen wir das so. Was sind das hier? Das habe ich mich auch gefragt. Ich war fertig, habe mir die Bauanleitung genommen, habe die durchgeblättert und dachte, es kann doch nicht sein, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Aber ich denke, das ist einfach der Gashebel. Nee. Doch, garantiert. Also ich bin jetzt kein Motorradfahrer, aber Gas ist hier oben, Gas und Bremse. Weil schau mal. Also nee, also Bremse hier in der hier Anleitung. Gas, oh, keine Ahnung, ob der hier am Tank doch nicht. Da ist er drauf. Wo? Achso, ich sehe es. Dreh mal rum. Hier, siehst du? Und das bleibt doch so, da kommt nichts mehr drauf. Ich hab gedacht, wisst ihr, was das ist? Die Beige unter euch. Was ist das? Also der Tankstutzen ist hier. Das jetzt habe ich die Radkap abgemacht. Okay, das ist bei mir öfters so. Ich bin so ein bisschen grobmotorisch, dann fällt es auch mal ab. Also Tankstutzen haben wir hier. Aber was ist das? Sieht man noch hier im letzten Abschnitt. Da kommen nur noch die Radkappen drauf, aber hier kommt nichts mehr dazu. Oh cool. Und schon wieder. Ja, das ist, jetzt lassen wir mal schauen, wo da das Problem liegt. Sind die denn richtig schon drauf? Ja. Schau. Die sind richtig schon drauf? Genau. Ich hatte auch gedacht, weil auf der anderen Seite sind sie so schön geriffelt. Ja. Hätte ich schöner gefunden, wenn die andersrum gewesen wären. Okay. Aber es geht also, ja bei einem Technikmodell nicht. Bisschen besser dran drücken, dann soll das passen. Genau. Ansonsten finde ich es doch sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr detailliert auch. Finde ich super, dass man hier so schön reingucken kann und dass sich dann hier alles mitdreht, wenn man das Quad fährt. Hier vorne. Ja. Finde ich super. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der Bartosch das einfangen kann.
Aber hier dreht sich ja in der Mitte alles mit. Genau. Cool, also da dreht sich sogar richtig, da passiert auch was. Also ja. Technik-Set, wo was passiert. Gut, die eine oder andere sagt, oh, Technik, nur weil sich das hier bewegt. Weiß nicht, für mich ist es Technik. Für mich auch, ich habe vorher noch nie ein Technik-Set gebaut, also von auch keinem anderen Hersteller. Und ich finde das Würdest super. Würdest du sowas wieder bauen? Auf jeden Fall, total. Ja? Und meine Kinder wären auch voll dabei. Das glaube ich, das glaube ich. Nur durch meine Kinder bin ich ja überhaupt erst ans Bauen gekommen. Die haben mich ja erst so heiß da drauf gemacht, dass ich erkannt habe, was das für einen Spaß macht. Und da ist so ein Technikmodell dann doch auch echt mal eine Herausforderung. Dann haben wir ja vielleicht eine gute Wahl getroffen mit dir. Dann wollen wir doch mal schauen, ob du nicht öfters mal ran kannst. Wir haben aus der Serie aber noch andere Modelle. Ach so, bevor ich vergesse. Ich habe ja auch mal aus dieser Serie gebaut. Den Buggy hier. Oh, der ist ja cool, so ein Strandbuggy. Da haben wir auch schon mal ein Video, habe ich mit Marco mal ein Video gedreht, glaube ich. Mit Marco war es? Ich glaube, mit Marco, ja. So ein Strandbuggy. Der ist eigentlich auch recht cool. Ich wollte nur mal zeigen. Ich habe ihn nochmal dabei gehabt. Mit Federung hier vorne. Und jetzt drücke ich wieder alles ab. Ich bin aber auch ein Klobe, du. Das gibt's überhaupt nicht. Fein Gefühl, Micha. So, ich habe alles kaputt gemacht. Zeig dir mal, was wir noch haben. Geh mal her. Und zwar. Da ist er. Das ist der, den ich gebaut habe schon. Der bisschen größere Backe. Da sind nur noch zwei Figürchen mit bei. Die habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur heute Morgen mal schnell den ins Auto geworfen. Habe, bevor ich in den Kofferraum gelegt habe, erst mal auf die Straße geworfen. Deswegen ist alles ein bisschen locker. Gut, kennen wir schon, haben wir schon gezeigt. Aber wir haben aus dieser Serie, haben wir neu bekommen. Ich weiß nicht, ein paar Wochen sind sie schon da. Vier neue Sets bekommen. Das ist der Quad. Was haben wir noch? Wir haben noch ein, das ist so ein kleiner Buggy. Das ist so ein, ja, das ist ein Buggy. Oh, der sieht aber auch interessant aus. Hättest du haben können, du wolltest aber den bauen. Ja, ich habe wohl nicht richtig geguckt. Der ist cool, hier. Gell? 430 Teile. Mit Ersatzrad. Offroad-Truck. Cool. Ich denke, auch bei dem sind wir vom Preis her bei den 14 irgendwas. Was haben wir noch? Wir haben noch... Der ist cool, oder? Also das ist mein Lieblingsstück daraus. Wenn ich es ausgesucht hätte, hätte ich diesen genommen. Ein Jeep. Ich gehe davon aus, dass der auch nur auch da vorne dieses... Das Ding hier schön ein Print ist. Denn wenn die hier schon die Dinge gedruckt haben, dann wird das hier mit Sicherheit auch sein. Bestimmt. 490 Teile. Und der letzte ist eine. Oh, der ist ja cool. Ein Truck. Eine Zugmaschine. Der ist toll. Ja, auch der hat so ein paar Bewegungen drin. Wie gesagt, vom Preis her, ich weiß nicht genau, aber ich denke, das liegt alles irgendwo gleich. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir hier haben. Damit die Zuschauer auch wissen, was wir gesprochen haben. Also das ist der Beach Motorcycle Quad von Tsingbao, die 7005 mit 364 Teile. Der Preis sind 14,95. Genau. Das kleine gute Stück ist 18 cm lang, 15 cm breit und 13 cm vom Boden bis zur Lenkstange hoch. Ja, das Bauen, hast du gesagt, das ist... Ja, für Sechsjährige nichts. Also ich sage jetzt mal, das ist ein guter Durchschnitt. Du kamst gut zurecht am Ende damit. Ja, also nur bei den Teilen halt zusammenstecken. Von dem Verständnis her hätte er das auf jeden Fall hinbekommen, auch ohne mich. Aber hier bei der Gabelsicherung hier vorne zum Beispiel, da hat er schon meine Hilfe gebraucht, um das zusammenzustecken. Ja, das sehe ich auch bei mir immer noch, wenn ich irgendwas zusammenbaue, denke ich, boah, musst du ganz schön drücken oder hast dann doch schon den einen oder anderen Abdruck dann hinterher auf dem Finger, weil du mehrere Pins reingedrückt hast oder sowas. Genau, das sieht man auch hier. Ach so, ja, solche Geschichten auch. Richtig. Also das hier, das zeige ich nochmal. Ich denke mal, da habt ihr auch eure Probleme mit. Ja. Das ist hier diese, diese Kurbelwellenachsenteile da, wo diese kleinen Mini-Scheibchen in diese Dinger da reindrücken muss. Sollte ich sagen, die gebe ich meistens meiner Frau. Du bist schlau. Weil kleinere Hände, zartere Hände, aber das kriegt sie eher gepackt und das kriege ich nicht so richtig auf die Reihe. Da. Du brauchst trotzdem Kraft, um das zusammenzukriegen. Ist knifflig, ist deswegen für Sechsjährige, nö. Da muss die Mama her. Genau. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen. Übrigens haben keine Teile gefehlt. Es waren auch Teile über. Das ist sehr fertig. Ja. Es waren Teile über? Ja. Hast du was? Ich habe noch einige Teile übergabt. Ach, du hast eine Zunetüte, nein, eine offene Tüte. Ja. Hab's nur wieder mitgebracht. Einen Technikpin, so einen blauen, wie man kennt. Ein keine Ahnung, wie es heißt.
Ich kann jetzt Marco nicht fragen, kann Thomas nicht fragen, dich kann ich auch nicht fragen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß es auch nicht. Ja, und das sind die Kettenglieder. Ja, da waren nochmal zwei Ersatzglieder dabei. Aha. Und die, oder drei, und die, die ich dann rausgenommen habe. Okay, die kann man einfach ineinander drücken und auseinander machen. Ganz easy. Prima. Schön, ne? Das gefällt mir auch gut. Also da hätte ich auch Spaß. Finde ich auch schön. Auch hier vorne. Sieht aus wie so ein kleiner Grill. Wie lange hast du denn rumgedoktert an dem Ding? 2,5 Stunden. Okay, ist gut. Also, ich meine, du bist ja noch im Amateurstatus, du musst ja noch ins Profilager aufsteigen. Denke ich auch. Ich weiß ja nicht, was so der Durchschnitt ist, wenn man sowas Keine baut. Keine Ahnung. Also, ich finde ja auch, das sollte ja eigentlich auch nicht immer... Es soll nicht schnell gehen. Es soll ja nicht da... Es soll Spaß machen. Ja, es soll nicht unbedingt ein Wettbewerb sein, wie schnell man ist. Genau. Umso schneller ist, umso mehr Sets muss man sich kaufen, damit man was zu tun hat auch, oder? Ja, und man kommt auch durcheinander, glaube ich. Also schnell ist ja nicht immer ordentlich, gell? Und wenn man dann nicht richtig aufpasst, weil man schnell machen will, dann verhaspelt man sich dann irgendwo, da muss man es dann doch wieder auseinandernehmen und das dann im Nachhinein wieder zusammenzubauen, nee, danke. Nee, prima. Ich glaube, dann haben wir es geschafft, würde ich doch so sagen. Ja. Ich denke, das funktioniert ganz gut, dass du hier was baust und auch hier mal ab und zu vielleicht mit mir ein Video drehst. Passt, denke ich. Hat echt Spaß gemacht. In diesem Sinne, sagen wir jetzt mal tschüss. Tschüssi. Und wir sagen immer, damit auch keiner das zu Hause vergisst. Ihr wisst, man kann nie genug Lopfsteine haben. Wie wahr. beim nächsten Mal gibt's mehr und viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.